Und damit begrüße ich euch herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Revelations. Wir machen weiter und zwar habe ich mich für eine Sophia-Erinnerung entschieden. Und zwar gehen wir jetzt mal hier ran. Die Markierungen kommen mir bekannt vor. Auch das Material ist mir schon einmal begegnet. Genau wie der Edenapfel. Antike Technologie der ersten Zivilisation. Was ist denn jetzt los? Das Mentos Wächter. Seid ihr verletzt? Gebrochener Fuß. Wie ist euer Name, Bruder? Altair, Sohn des Umar. Umar, ah ja. Ein guter Mann, der starb, wie er lebte. Mit Ehre. Altair, wir wurden verraten. Der Feind hat die Burg im Sturm erobert. Das verheilt. Und Al-Mualim? Wo ist er? Er war im Innern, als die Kreuzritter durchbrachen. Wir können nichts mehr für ihn tun. Altair, wir müssen hier weg. Sobald ich das Tor schließe, fallt ihr den Kreuzrittern im Dorf in die Flanke und treibt sie zur Schlucht. Das schafft ihr doch niemals. Abbas, keine Fehler. Nice, eine Erinnerung von Altair. Jawohl. Da bewegt sich nicht. Oh Gott. Oh, ist das schön. Wieder in den Straßen hier rumzurennen. Oh, das ist schon wieder richtig schönes Feeling. Oh Gott. Komm mir die Tempelritter schon entgegen hier. Und keiner greift mich an. Was seid denn ihr für Tempelritter? Noch ein Schritt und euer Mentor stirbt. Ihr kommt nicht mit dem Leben davon, Verräter. Nein, ihr missversteht. Ich bin kein Verräter. Denn ich kann nur die verraten, denen ich einst treu war. Ihr habt eine Lüge gelebt. Das macht euch noch erbärmlicher. Jetzt ruft ihr euren Schoßhund, um euch zu beschützen? Ihr enttäuscht mich. Warum teilt ihr nicht mit allem, was ihr gelernt habt? Wie ein wahrer Assassine. Warum teilt ihr das wahre Ausmaß eurer Ambitionen nicht mit euren Brüdern? Wo ist euer Gemeinschaftssinn? Na komm. Komm hier rüber. Oh, du gehst darüber. Okay. Egal. Du stirbst oder so. Ein guter Mann ist tot und ihr schweigt weiter? Das überrascht mich. Ihr habt mich so viel gelehrt, Al-Mualim, doch Geduld gehört nicht dazu. Sprecht oder ich schneide euch die Zunge heraus und ihr sprecht nie wieder.
Eure Zeit läuft ab, alter Mann. Sagt mir, was ihr über den Edenapfel wisst. Sagt mir, wo ihr nach ihm sucht. Das und ist doch nur ein kleiner. Ihr habt zu viel Vertrauen zu den Menschen, alter Ehr. Die Templer kennen die Wahrheit. Menschen sind schwach, dumm und engstirnig. Nein. Unser Credo beweist, dass ihr Unrecht habt. Vielleicht bin ich nicht weise genug zu verstehen. Doch ich vermute das Gegenteil. Ich bin zu weise, um an solchen Unfug zu glauben. Ihr botet ihm Gelegenheit, seine Würde zu retten. Warum? Niemand sollte dahinscheiden, ohne Erbarmen zu erfahren. Doch er wollte euer Erbarmen nicht. Das war sein Recht. Alter Ehr, ich sah euch aufwachsen vom Jungen zum Mann in so kurzer Zeit. Es erfüllt mich mit Schmerz und mit Stolz. Ihr tragt eures Vaters Schuhe, als wären sie euch auf den Leib geschneidert. Ich kannte ihn nicht gut als Vater. Er war ein Assassin, vor allem. Auch ihr wurdet in den Orden geboren. Bereut ihr es etwa? Und das einzige Leben bereuen, das ich kenne? Ihr findet einen Weg bei Zeiten. Und es obliegt euch, den Weg zu wählen, den ihr vorzieht. Kommt, mein Knabe. Haltet eure Klinge bereit. Die Schlacht ist noch nicht gewonnen. Alle angegriffenen Bürger retten. Na toll! Halten Sie also Erinnerungen, diese Schlüssel, diese alten Siegel. Doch was will Altair uns sagen, frage ich mich. Was soll die Zukunft wissen oder erfahren? Okay. Dann hätten wir diese Erinnerung uns angeschaut. Das heißt, wir müssten erstmal wieder welche finden, um uns dann wieder die nächsten Erinnerungen anzuschauen. Aber das machen wir dann, also wir, Haupt 1, 2, 3, wir machen dann in der nächsten Folge dann in der Hauptstory weiter. Ich werde in der Zwischenzeit mal gucken, ob ich hier vielleicht zum Teil alles aufgedeckt kriege. Muss ein paar Templerfesten hier dafür machen, aber das ist ja nicht so schlimm. Das ist ja ziemlich schnell gemacht. Das mache ich dann privat ohne euch, weil dafür braucht man eigentlich kein Video, weil die sind schnell gemacht. Einfach mal nur den Hauptmann killen. Genau. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt und sage bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Revelations. Und dann machen wir an der Stelle weiter. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin, sage ich ciao, ciao und bis dann.